Ich muss nicht vorsichtig sein, ich muss nur finden, wo ich hin muss. Durch diese rote Tür da. Oh fuck, das ist, hört sich nach Endgegner an. Das ist eindeutig ein Endgegner. Kacke. Der schießt mit Megas. Ah! Und Energie. Energiecenter endlich. Energiecenter, habt ihr das gesehen? Er schießt mit Megas. Bin ich hier mal sicher ein bisschen. Es klingt auch immer wie der erste Endgegner auch. Also wie der Boss. Damals. Irgendwas trifft mich. Diese scheiß Bohrer. Was wollen diese kleinen witzig Gegner hier? Die nerven. Ich hol mir erstmal. Boah. Ich bin unverwundbar. Boah, der fetzt mich da weg. Wo ist er hin? Der hat sich irgendwo wegteleportiert. Ey, lass mich doch mal aufladen, Mensch. Hier gibt keine Unverwundbarkeit mehr. Ey, das wird interessant. Ich habe jetzt endlich meinen Energiesender, das ist das Wichtigste. Kommt da jetzt irgendwo der Bohrer oder wo? Nö, nee, da kommt der Boss einfach mal. Schön, dass es einen Boss gibt, da bin ich ja ganz froh eigentlich. Also der andere Boss, das war ja so einer mit Smarts und der hat hier halt Megas. So, endlich mal aufgeladen. So, speichern. Erstmal die kleinen Deppen, die nerven mich. Ich weiß nicht, ob ich gegen den stehen kann ohne Unverwundbarkeit. Das wird spannend. Lass mich doch mal da durch. Ah! Mensch, des Kenners. Grummel, die Bummel, das sind viel zu viele. Ey, das sind doch viel zu viele. Wie soll denn das gehen? Man kann es doch übertreiben. Da ist das Exit übrigens. Das lockt. Dumme Megas locken. Locken. Da ist er. Ich könnte doch einfach besiegen und dann kann ich abhauen. Dann sind die anderen mir egal. Dann muss ich aber hier nochmal laden. So. Wie es mich halt wegfetzt. Oh, wie viel feuert der gleichzeitig? Das dreht ein bisschen durch. Hey, lass mich doch mal aufladen. Ich komme hier gar nicht zum Aufladen. Was bist du denn hier? Da ist er wieder. Das könnte jetzt ein Problem geben, irgendwie, habe ich den Eindruck. Ich will nur endlich mal aufgeladen sein. Und dann habe ich auch gleich wieder ein Problem hier. Man kann doch mal in Ruhe erstmal die anderen Gegner wegmachen, bitte. Aber ich darf nicht, dann kommt der Boss. Dann kommt er sofort. Dann kommt er echt sofort. Schön, wie mache ich das jetzt? Ich fliehe nach vorne. Ich hole mir zuerst die Unverwundbarkeit. Speichere dann mal auf. Moment. Kann ich hier drunter speichern? Ich weiß nicht, ob das so klug war. Es war eh falsch, aber. Unsichtbar! Das kann mir keiner mehr was. Wie hält er denn aus, bitteschön?
will er denn hin? Reicht die Unverwundbarkeit oder nicht? Das ist hier die Frage. Sie hört auf jeden Fall jetzt auf und dann habe ich ein großes Problem. Ein sehr großes. Denn ich bin tot. Wieso? Man sieht mich doch eigentlich gar nicht. Ja, woher? Wer? Da schießt einfach mal irgendwer und trifft mich. Okay, ich kann da nicht entfliehen. Danke. Gut. Ich bin cloaked, also eigentlich sollte es hier keine Probleme geben. Boah, wie viele Vikings auf einmal schießt der? Und wie viel hält der denn aus? Der kann sich ja teleportieren, ich weiß es. Das habe ich ja schon erlebt. Auch bei dem anderen Boss. Dann ist er plötzlich schar. Ja, ist ja klar, dass ich, wenn ich nicht mehr unverwundbar bin, nicht mehr aushalte. Kann ich auch wieder rausfliehen? Geil! Ich kann ja noch irgendwie geile Sachen machen jetzt. Ich kann mir zum Beispiel neue Unverwundbarkeit holen. War hier, ne? Das ist auch irgendwie cool. Zum Glück bin ich hier in diesen Raum gegangen. Ich weiß zwar nicht, wahrscheinlich komme ich durch diesen großen Raum dann auch zu diesen Raketen. Ich weiß nicht, ob ich erstmal aufräumen soll, groß, oder einfach nur den Boss besiegen. Eigentlich will ich nur den Boss besiegen. So, bin ich jetzt richtig geflogen? Wahrscheinlich nicht. Nochmal. Zack. Ich muss durch die gelbe Tür. Und dann hier rein. Auf zum Endkampf. Bro. Was bist du denn? Was bist du denn? Ich wollte doch nur zum... Die werden doch unendlich gespawnt, oder? Wo ist er? Da. Er bekommt den Kleinen zur, als Verstärkung scheinbar. Hat er auch einen Namen? Meine Unverwundbarkeit ist weg. Kacke, ich muss wieder verschwinden. Wo ist der Ausgang? Ah. Ey, das reicht nicht, oder was? Mit der Zeit kann ich ja gar nicht glauben. Wieso verschwindet er? Will er nicht kämpfen? Angsthase? Das reicht scheinbar nicht ganz. Hält er denn so viel aus? Kann nicht wahr sein. Ey! Er war tot! Habt ihr das gesehen? Er war tot! Da ist schon die Zeit runtergelaufen. Ich muss nur noch das zu Ende bringen und dann abhauen. Ich muss nur noch abhauen. Ich muss nur noch abhauen. Ah! Wo ist er denn jetzt? Aber diese Runde hier könnte passen. Ey, ihr wollt mich auch verarschen. Ihr verschwindet einfach, ich sehe ihn nicht mehr. Da ist er. Der schmeißt Megas und Smarts gleichzeitig irgendwie. Warum haust du denn ab, Mann? Warum? Ich glaube, habe ich ihn? Hab ich ihn? Das wäre cool. Ja, voll, weil ich auch so Chancen habe, dann noch wegzukommen. Ich mache jetzt nochmal weg und dann gehe ich nochmal Unverwundbarkeit tun. Ach, das war, der war rechts. Ich mache ihn kurz nochmal ein bisschen anschlagend. Oh, fetzt mich weg. So, und ich glaube, jetzt haue ich nochmal ab. Ist vielleicht ein bisschen zu früh? Nein, es war gar nicht unbedingt zu früh. Wie man denn jetzt hier noch Schrauben hört. Oh Mann. Scheiße, ich habe keine Unverwundbarkeit mehr. Ich dachte, da wäre noch eine. Da ist noch ein Cloaking-Teil. Hätte ich die hierfür verwenden sollen? Ja doch, es war irgendwie nötig. What?
What? Wo bin ich jetzt hier? Kacke, muss ich das nochmal machen? Bleib doch mal gerade. Wenn mein Schiff nicht so schwach wäre, dann hätte ich viel mehr Chancen. Der verpisst sich halt eigentlich ständig, der Angsthase. Ich war da noch voll am Leben eigentlich. So. Wenn die ganzen kleinen Typen auch nicht da wären, dann wäre das so viel einfacher. Da kann ich eigentlich ganz leicht ausweichen bei denen. Boah, wie soll ich denn das schaffen? Hier war doch irgendwo Unverwundbarkeit. Was haben wir denn hier? Was ist das denn hier? Ich wusste es. Ah. Kann mir das vielleicht nützlich werden? Dann bin ich gespannt. Ich muss mal kurz warten, bis es weg ist. Das war zu früh. Habe ich den auch überhaupt erwischt schon mal? Sonst hätte sich das ja gar nicht gelohnt. Das ist ein witziger Boss. Kann ich hier ein bisschen noch für Unruhe sorgen. Und irgendwann finde ich nochmal den Boss, bitte. Natürlich ist er wieder im letzten Viereck. Ah. Ey, Boss, der nur... Ey, dreh dich! Ah. Der ist tot, oder? Nö, natürlich nicht. Was denkst du dir, Sam? Aber ich bin es. Aber es muss doch diesmal klappen, oder? Hier kann ich ein bisschen aufräumen. Geil. Ich muss mich jetzt aber beeilen. Speicher mal und hier. Ob das klappt? Hey, letztes Mal war er da. Oh, diese dummen Megas. Wo bist du denn schon wieder? Ja, Angsthase. Ich hab ja keine. Da ist er tot. Habt ihr es gesehen? Da rechts oben? Die Punkteanzahl, dann ist er tot. Also es müsste eigentlich schaffbar sein jetzt. Mit diesem Versuch. Ach, er haut wieder ab. Uah, dreh dich. Da ist er. Gewesen. Da ist er auch gewesen. So wird es nix. Ist halt total willkürlich, wo er landet. Und dann, wenn man irgendwann hat, dann klappt's. Ist es gut, von hier oben zu kommen? Warum tarnt er sich denn? Jetzt ist er wieder weg. Jetzt ist er da auch nicht mehr. Ah, wie komme ich denn eigentlich hier runter? So. Ich will ihn doch nur töten, dann kann ich hier raus. Ich frage mich, ob man das hier dann echt mal jemand zu 100% alle tötet. Es würde witzig werden, glaube ich. Er lebt noch. Ich höre es ja schrauben. Wenn er nicht mehr schraubt, dann sollte es vorbei sein. Hey, ohne Unverwundbarkeit. Stellt euch das mal vor. Ohne Unverwundbarkeit. Es ist nicht mal der Boss, der das Schlimmste ist. Es sind diese kleinen Furzgegner. Ich schicke ihm eine Rakete, er schickt meine zurück. Ist das nicht nett? So geht man unter Freunden um. Echte Kriegsgefährten. Kann ich das vielleicht jetzt noch irgendwie retten? Bitte. Wo ist er? War er jetzt tot? Kann es sein? Oh, jetzt ist er hier. Sagt es doch einer. Kommt er jetzt wieder her? Diesmal nicht. Wenn man neu lädt, dann ist es immer anders. Ich muss nur noch ganz kurz treffen. Jetzt ist er aber nicht mehr hier. Ich
Ich hätte es fast geschafft. Fast. Tot. Da ist es, Exit. Das ist so kurz. Komm, rein. Wieso geht's nicht auf? Weil ich noch warten muss, bis er ausgetreten. Da geht's auf. Seht ihr? Wie ich hier gestikuliere, das ist schon schlimm. Ey, das ist schlimm, weil ich eigentlich geschafft habe und dann werde ich nicht rausgelassen. Eigentlich habe ich gewonnen. Eigentlich. Boah, wie ich weggefetzt bin. Boah, lass das. Lass den Scheiß. Ich muss schon irgendwo in die Ecke zurückziehen. Ich werde ja dann nicht mehr von dem Großen genervt. Wo kommt der denn jetzt her? Ich kann nicht nochmal fliehen irgendwie. Wir können vor lachen. So. Ausgang finden. Die Bombe ist mein Verhängnis. Hier ist echt nochmal alles reingepackt worden in diesen Raum. Ich glaube, das wird nix. Heißt aber nicht, dass ich es nicht probiere. Noch einmal. Vielleicht jetzt mal hier durch. Das ist ein bisschen kürzer, oder? Minimal. Na gut, es wird nichts. Probiere ich nochmal den zu killen. Und dann hier raus. Raus. Boah! Haha, geil. Warum auch immer es geklappt hat. Ah, geil. Ich dachte, ich muss irgendwie neu beginnen. Das war doch ein ganz schöner Endboss. Wo sind meine Punkte? Das Schiff ächzt, als ich die Unterlichttriebwerke starte. Ich fühle den Druck auf Arm und Brust und Eingeweiden, als ich das Schiff wende. Ich kann den mechanischen Albtraum hinter mir beinahe fühlen. Ja, in der Tat. Sich in seinem Todeskampf wälzend. Dann glüht der Himmel im Orbit auf wie eine Sonne. Jetzt erst konnte ich aufatmen. Wie auf Stichwort meldet ein Lichtsignal im Display ein ankommendes Gespräch. Wo ist die Musik her? Den kenne ich nicht. Oh, auch mal wieder sowas. Marcel Travis ist es, oder? Ich muss sagen, ich bin beeindruckt, Verteidiger. Ich habe eigentlich nicht erwartet, sie wiederzusehen. Ah, netter Typ. Welch... Ah, da steht sogar. Welch abgrundtiefes Vertrauen. Trotz ihrer beeindruckenden Leistung können wir ihnen nicht erlauben, zur Shiva-Station zurückzukehren. Was? Das ist ein Scherz. Du sprichst mir aus der Seele, du weißer Schreiber. PTMC befürchtet, dass die Infektion, welche die Robots beeinflusste, auch auf ihr Schiff übertragen wurde. Wir können keine weitere Verbreitung auf PMT-Systeme riskieren. Ich Idiot, ich wusste schon, als er mich hier hinschickte. Das ist echt fies. Die unerfreuliche Wahrheit ist, PTMC verlor den Kontakt mit allen fernen Raumstationen außerhalb des solaren Systems. Ich sende Ihnen nun die Koordinaten für... Ich halte ihn weg, bevor ich durchdrehe. Ich werde gerne wissen, ob Erpressung auch ein Teil der PTMC-Arbeitsanweisung ist. Was ein Drecksack, ne? 2 Jahre lang quill ich mich durch dieses Spiel und dann das. Die Beschleunigung der Nachbrenner drückt schwer auf die Brust beim Verlassen des Orbits und der Bug des Schiffes zeigt nun auf die Rendezvous. Koordinaten im Asteroidengürtel. Secret Level 4. Und dort werde ich mir einige Antworten holen. Bin gespannt. Es geht dann Descent 2, glaube ich, weiter und mit der Story und so. Kein Hostage, aber hier gab es halt keine. Glaube ich zumindest, hoffe ich mal. Full Rescue Bonus, ja, ja. Das war's mit Descent. Was kommt jetzt noch? You Blazed First. Ja, cool saying. Ja, mein cooler Name ist Sam. Escape? Ich will Enter drücken.
Ja, 3 bis 27. Ja, weil ich ja... Ach, 1 und 2 müsste ich eigentlich jetzt nochmal auf den 10 spielen, damit es komplett wäre. Ja, scheißegal. Wieso nur 3? Habe ich die ersten 2 nicht auch noch spielen müssen? Nein, habe ich nicht. Ich habe direkt mit Insane bei 3 dann weitermachen können. Ist ja egal. 19 Stunden, das ist nicht wenig, aber insgesamt ist es ja noch viel mehr. Sieht man ja dann in der Playlist bei YouTube. Okay, das war sehr schwer und hart und so. Und das war's mit Descent zum letzten Mal. Descent 1. 2 folgt irgendwann 2017 oder ein bisschen früher, wer weiß. Vielleicht sogar später. Mal gucken, wann ich Lust habe, wann ich Zeit habe und so weiter. Mein Name ist Sam, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit diesem Projekt, mit diesem Spiel. Ciao, ciao.